Die Mensa der Hauptschule Nord in Gütersloh, mitten in den Sommerferien. 30 Schüler der 5. und 6. Klassen proben für das Musical. Noch 6 Wochen bis zur Premiere. Todd Fletcher, Komponist und Regisseur, treibt die Schüler an. 4 Stunden dauern die Proben. Die Kinder üben, bis jeder Ton und jeder Schritt sitzt. Die Kids sind so gut, so schlau. Sie sprechen so ein reines Englisch. Und sie sind echt, echt gute, schlaue Kids. Also ich bin selber stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Dass ich so weit gekommen bin. Und so, ich denke, die Hauptschulen in Deutschland sind voller solcher Kids. Und man muss einfach in die Schulen gehen und die aussuchen und ihnen fördern. Bei den ersten Klassen habe ich mich nicht so getraut. Jetzt mit Todd so, Todd lernt mir was bei, dass ich gar nicht weiß, dass ich sowas habe. Ende April, Casting mit Todd Fletcher. 20 Rollen hat er zu vergeben. Ja. Auge Ahu, Narine. Okay, gut. Was wir Erwachsenen uns ja eigentlich kaum trauen, das machen die so locker weg. Also finde ich schon bewundernswert. Bei den ersten Proben Ende Juni sind dann alle 47 Schüler aus den Castings dabei. Todd Fletcher wollte keinen enttäuschen. Konzentration und Disziplin, pünktlich sein, tanzen, singen, mit Gefühl singen und dranbleiben. Das lernen die Kinder von Todd Fletcher. Man gibt ihnen Mut. Man sagt, das schaffst du, das kannst du. Diese Worte sind die allerwichtigsten für diese Kids hier und generell. Das schaffst du, du kannst es. Und wenn sie das glauben, dann können sie das. 4 Wochen später. Mit Tanztrainerin Ilkay Dogan proben die Schüler die Choreografie des Musicals. Songs und Musik sind fertig. In den nächsten Tagen werden die Rollen verteilt. Okay. Jeder hat ein Talent und jedes Kind, der kann singen und kann tanzen, kann alles. Also der muss das einfach zeigen und so. Erster Schritt machen. Ich will nur das Journey, aber tausendmal. Todd und den Kids bleiben nur noch 6 Wochen Zeit und viel Arbeit. Aber alle hier sind sich sicher, dass sie es bis zur Premiere schaffen. Auch Nadja, die unbedingt noch ein Interview geben will. Davon habe ich jetzt noch Schiss. Ich denke, dass ich dann ein falsches Wort sage und danach lachen die alle aus. Aber das schaffst du, oder? Glaub schon. Ich sage nur das. The journey of a thousand miles begins with one step.